Ralf, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute diese Studie darstellen darf, präsentieren darf. Kurz zu meiner Person. Franz Wendlich ist mein Name, bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe mich in Deisenhofen niedergelassen, mittlerweile schon seit 11 Jahren, Deisenhofen bei München, und habe dort eine Praxis Schwerpunkt im Grunde Bereich Naturheilverfahren und eben Sportmedizin. Ich habe mich also während meiner Facharztausbildung dann sehr dem Bereich eben Naturheilverfahren gewidmet und dann den sportmedizinischen Teil mit reingenommen mit der Beurteilung, Leistungsbeurteilung, mit der Leistungssteigerung. Ich habe Untersuchungen mit Radfahrern gemacht, wo es um Laktatwertbestimmungen ging, und bin eben jetzt zu dieser Studie bei Forever gekommen, wo es um die Fußballer ging. Das war also eine sehr interessante Geschichte. Ralf hat ja schon kurz dargestellt, was da passiert ist, und ich möchte also die Ergebnisse jetzt heute mal ein bisschen demonstrieren. Kurz zu dieser Tabelle. Wir haben also insgesamt ja 20 Fußballer gehabt. Von den 20 konnten wir 17 in die Studie mit reinnehmen. Bei den dreien, die wir rausnehmen mussten, war es so, dass also einer sich kurz bevor der zweite Durchgang gestartet wurde, verletzt hatte und damit nicht mehr so im Training drin war. Und zwei von denen hatten also das Argy nicht so eingenommen, wie sie sollten, beziehungsweise dann auch den Trainingsplan, den sie eben gekriegt hatten, so nicht umgesetzt. Das ist eben üblich, dass eben anhand der Leistungswerte eben entsprechende Trainingsvorgaben gemacht werden, und die müssen eben entsprechend auch umgesetzt werden. Das war also früher auch schon oder vorher auch schon immer so gewesen. Und damit konnten wir jetzt 17 von den Sportlern auswerten und haben also entsprechende Bestimmungen eben des Laktatwertes, von Pulsfrequenzen und eine Bestimmung des sogenannten Schwellenwertes gemacht. Das sage ich dann nochmal im Einzelnen kurz was dazu. Einfach zum groben Überblick. Ich sag kurz was jetzt zu diesen Werten 4,5. Dieser Wert wurde also als praktisch maximal Ausbelastungswert genommen. Der ist also schon eine sehr gute Kenngröße, wie hoch geht das Laktat in einer solchen maximalen Ausbelastungsphase. Dann haben wir also den Durchschnittswert praktisch insgesamt der einzelnen Belastungsstufen hergenommen. Wir haben den sogenannten Regenerationswert bestimmt. Das ist folgender Wert: wenn also ein Sportler nach seiner Maximalbelastung noch in eine Phase reingeht, wo er also nochmal ausläuft sozusagen, um auch das Laktat dann abzubauen, da kann man also dann den Wert nochmal bestimmen, praktisch wie hoch der Laktatwert dann noch ist. Und dann haben wir den sogenannten Schwellenwert bestimmt. Und der Wert ist also eine wichtige Kenngröße, denn der zeigt, wann der Sportler von seiner aeroben in die anaerobe Belastung reingeht. Das heißt, wann er im Endeffekt sauer wird. Aerob heißt, der hat genug Sauerstoff zur Verfügung, um seine Belastung länger durchzuhalten. Wenn er in die anaerobe Belastung reinkommt, heißt es, der staut Laktat an, der sammelt Laktat in seinem Körper an, in seinem Blut, und damit wird er sauer mit der Zeit und kann diese Belastungsstufe dann eigentlich nicht mehr lange durchhalten. Und der Schwellenwert kennzeichnet praktisch, wann die aerobe die anaerobe Belastung umkippt, und der sollte im Idealfall durch Training oder in dem Fall eben durch die Einnahme von dem ARG ansteigen. Und das konnten wir also auch nachweisen. Also hier bei jedem einzelnen Sportler mal diese Kenngrößen bestimmt, und das ist die Tabelle dazu. Keine Angst, ich gehe da jetzt nicht bei jedem Einzelnen darauf ein. Ich zeige Ihnen jetzt mal hier, wie das Ganze in der Gesamtgruppe, wir haben also praktisch alle Sportler genommen und haben den Durchschnittswert dann bestimmt. In dem Fall jetzt hier von dem 4,5er Wert, das heißt von dem maximalen Belastungswert. Und da sehen wir also schon eine recht erhebliche Absenkung des Laktatwerts. Also man sieht, der Laktatwert hier
bis auf 9,5 im Durchschnitt. Das ist also schon eine wirklich gute Ausbelastung. Und den konnte man absenken auf einen Wert unter 7,5, was also schon erheblich ist. Dann haben wir den Durchschnittswert praktisch der ganzen Belastungsstufen genommen und haben da auch gesehen, dass der Durchschnittslaktatwert also tendenziell deutlich absinkt. Wir haben dann den Regenerationswert bestimmt und eben auch da festgestellt, dass da eine deutliche Absenkung erkennbar ist und eben im Schwellenwert eine leichte Steigerung. Das sind also bei allen Kenngrößen, die in dieser Form relevant sind, deutlich positive Veränderungen zu sehen. Das haben wir also hier im Einzelnen dann auch noch mit der Herzfrequenz gemacht. Das ist eigentlich auch überraschend, denn die Herzfrequenz ist bei trainierten Sportlern normalerweise nicht so stark modifizierbar. Wie gesagt, immer wieder zum Registrieren, die Sportler waren trainiert vorher, hatten schon ihr Trainingsprogramm und verändert hat sich eigentlich nur, dass sie noch zusätzlich AG über diese 10 Wochen eingenommen haben. Und wir haben also hier gesehen, wir haben dafür einen Wert bestimmt, den Wert bei der Belastung 2,5. Deswegen, weil dies eine sehr moderate Belastung darstellt und da sich der Sportler eigentlich sehr wohl fühlt. Wir haben nicht den Ruhewert genommen, es hätte keinen Sinn gemacht, denn Ruhewerte werden durch viele Faktoren drumherum beeinflusst, aber wenn der mal in seiner moderaten, leichten Belastung drinnen ist, dann ist das eigentlich eine recht stabile Situation und diesen Wert kann man sehr gut als Kenngröße nehmen. Und haben also da gesehen, dass also der Durchschnitts-Herzfrequenzwert in dieser Belastung insgesamt abgesunken ist, in der ganzen Gruppe. Und das Gleiche haben wir dann mit dem Regenerationswert nochmal gemacht, das hatte ich vorhin erklärt, was der Regenerationswert ist, und da sieht man also auch diese deutliche Absenkung. Die beiden Kenngrößen zeigen also auch eine sehr positive Veränderung an. Und da haben wir nochmal insgesamt in der Gesamtgruppe den Laktatwert genommen, über alle Belastungsstufen, und wir sehen hier also wirklich eine eklatante Veränderung. Hier ist die maximal, also der Wert beim ungefähr 3,25 und der geht runter bis auf ungefähr 2,75. Das ist also eine Veränderung von ca. 15% Absenkung der Laktatwerte insgesamt über sämtliche Belastungsstufen hinweg. Zusammengenommen nochmal hier die Ergebnisse nach dem Training 10 Wochen lang unter Einnahme von AG. Laktatwert, Absenkung im Schnitt in der ganzen Gruppe 15%, Regenerationswert sogar 20% und den Schwellenwert eine Absenkung von 5%. Und eben die Pulsfrequenz insgesamt eine Veränderung um ungefähr 5 Schläge pro Minute, was also bei Sportlern durchaus viel ist. Und dann haben wir noch einen Wert bestimmt, den sogenannten Phasenwinkel. Der kennzeichnet also, gilt als Indikator für das Verhältnis eben Körperfett zu Muskelmasse. Ein wichtiger Indikator für die körperliche Leistungsfähigkeit, für den körperlichen Trainingszustand des Sportlers. Und da haben wir auch eine Veränderung von 13% festgestellt, also eine Verbesserung von 13%. Auch das erstaunliche Ergebnisse. Ja, Sie sehen, wir haben da ein Ergebnis, das wir so eigentlich nicht erwartet hätten und können die Werte eigentlich nur auf die zusätzliche Einnahme von dem AG zurückführen. Vielen Dank und ich hoffe, dass Sie damit was anfangen konnten. Danke wieder. Wiederschauen. Ralf, ich gebe zurück.